Dankeschön, Dankeschön. Hi. Danke sehr. Hier ist das Ding. Ich bin Henning und ich habe vor Jahrhunderten mal Mediengestaltung studiert. Und um ehrlich zu sein, da hat man nicht so viele Heldenmomente im Leben. Weil Mediengestaltung, wisst ihr, was das bedeutet? Ja, genau da liegt nämlich das Problem. Mediengestaltung, das ist, ja, also ich sage immer, Mediengestaltung? Dann sage ich immer, ja, ich wohne jetzt in Berlin und ich habe Projekte in der Pipeline. Ich sitze in einem Katzencafé und flöppel glutenfreie Cupcakes und denke drüber nach, veganer DJ zu werden im Gemüse-Darkroom vom Bio-Späti. Also so Heldenmomente ja, aber also Projekte ja, aber keine Heldenmomente. Und dann denke ich manchmal so, Henning, hättest du doch mal irgendwann was Vernünftiges gemacht? Also sowas, es gibt ja so Helden da draußen, so Feuerwehrmänner sind Helden oder Pfleger sind Helden oder irgendwas mit Status, so Piloten sehen auch irgendwie aus wie Helden. Dann denke ich so, hättest du mal einen Pilotenschein irgendwann gemacht? Dann hättest du ab und zu vielleicht mal deinen Heldenmoment, wenn es so im Flugzeug heißt so, werte Passagiere, unser Pilot hat Magen-Darm und ist leider ohnmächtig geworden. Gibt es jemanden an Bord mit einem Pilotenschein? So in meiner Fantasie könnte ich dann aufstehen und sagen, ja hier, Pilotenschein, Führerschein Klasse B, Gabelstapler, bring uns sicher runter. Aber in Wahrheit müsste ich aufstehen und sagen, Ladekabel, eine Laptoptasche, ein Diplom für Mediengestaltung. Ich glaube, ich setze mich mal wieder hin, weil wir stürzen jetzt hier ab. Ich habe nicht die Qualifikation, weil es gibt halt keine so Katastrophenmomente, wo es irgendwie heißt, Triebwerk brennt, der Pilot ist ohnmächtig. Was wir jetzt im Cockpit brauchen, ist so ein Haudegen, der irgendwas mit Medien macht. So, es gibt keine, weiß nicht, es gibt keine brennenden Häuser, wo sich die nackte Renate rauslehnt und einen Welpen in die Luft hält und es brennt, holt die Mediengestalter. So. Dann denke ich manchmal so, aber irgendwann kommt mein Heldenmoment, irgendwann kommt der so. Dann schaltet ihr vielleicht abends so die RBB-Abendschau ein. Und dann seht ihr da so einen bibbernden Bernd am See mit so Goldfolie, der wird interviewt und sagt, ja, ich bin raus auf den zugefrorenen See, dann bin ich durchs Eis durchgebrochen, aber zum Glück war da am Ufer so ein Coworking-Space. Da hatten die gerade so ein Networking-Event. Dann so eine Mannschaft rübergeschlittert und haben mir Ladekabel zugeworfen, einer hat mich rausgezogen mit seiner Laptop-Tasche. Ich bewundere den irgendwas mit Medienman, er ist ein Held. Und da gehe ich dann abends nach Hause mit meiner Laptoptasche vom Katzencafé und die Leute stehen auf dem Balkon und klatschen für mich. Das ist so geil. Habe mir neulich einen neuen Satz Ladekabel bestellt. Mache ich gerne, immer wieder. Auf Amazon ist natürlich nicht angekommen. Da musste ich im DHL Callcenter anrufen. Hat sich das schon mal jemand angetan? DHL Callcenter? Kennt ihr meinen Schmerz? Nee, ja, ihr seid schlau. Weil ich gehöre zu den naiven Leuten, die denken, so ein Callcenter, das ist so ein Raum voller Menschen, die mir helfen wollen. Aber nee, meistens sitzt da so eine Gabi mit dem Headset und sagt, ja, können Sie mir bitte Ihre Tracking-Nummer geben? Dann schaue ich für Sie nach im System. Und ich denke so, Gabi, das würden Sie für mich tun? Also genau das Gleiche, was ich gerade auf Ihrer Webseite gemacht habe? Weil, wissen Sie, Gabi, Nummerneingabe war nicht mein Problem, sonst hätte ich Sie im Callcenter nicht erreicht. Das ist halt echt so. Das ist halt so die große Lüge an so einem Callcenter. So ein Callcenter, das ist ein Raum voll mit fremden Menschen, die nichts mit meinem Problem am Hut haben. Und ich frage mich, warum ich mir diese Frustration überhaupt antue. Ein Raum voll mit fremden Menschen, die nichts mit meinem Problem zu tun haben. Ich könnte mich mit meinem kleinen Paketproblem genauso in eine U-Bahn stellen. Entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung, meine Damen und Herren. Mein Name ist Henning Wechsler und ich habe vor 6 Wochen ein Paket bestellt. Es ist leider nicht aufgetaucht. Ich werde im Anschluss mit meiner Tracking-Nummer rumgehen. Falls irgendjemand Anhaltspunkte hat, jede Benachrichtigung zählt oder einfach beim Nachbarn abgeben. Vielen Dank, gute Reise. Ich glaube echt, das käme aufs Gleiche raus. Ich finde es immer gut, wenn Menschen sich weiterentwickeln. Ich finde das auch persönlich gut. Jetzt habe ich neulich was gelesen, dass wir so als Menschheit, also jeder Einzelne von uns, wir seit 300.000 Jahren mit dem gleichen Betriebssystem durch die Kante rennen. Also diese Konfiguration, so wie es jetzt ist, jeder Einzelne von uns, hat genauso existiert in der Steinzeit. Und da denke ich so, aha, wir haben also seit 300.000 Jahren vergessen, den Update-Knopf zu drücken. So, nö, wir sind Menschen, wir machen hier die wichtigen Sachen, wir bestellen Ladekabel auf Amazon.
Aber so seit 300.000 Jahren. Und dann denke ich, naja, klar, irgendwie so, so Steinzeit. Ich meine, da ging es halt noch um was. Da ging es um entweder oder, also entweder ums Überleben oder ums Aussterben. Wenn du irgendwas gemacht hast, was der Menschheit zum Überleben beigetragen hat, dann hast du so viel Good-Hormone eingeschossen bekommen. Und dann dachtest du, ja, poppen, gerne wieder. So. Oder wenn du irgendwie was Schlechtes gemacht hast, hast dich vom Säbelzahntiger anknabbern lassen, dann gab es Schmerzen, so, oh, nee, nie wieder. Und die gleiche Konfiguration haben wir bis heute. Wir werden so gesteuert von einer Handvoll Hormonen und rennen durch die Kante und denken, wir lösen große Probleme, aber wir sind eigentlich wie so flatternde Windpuppen vom Gebrauchtwagenhandel. Und es gibt große Probleme auf dieser Welt. Also was gibt's? Es gibt Pandemien, Krieg, Sprachnachrichten. So, Menschheit, was gedenkt ihr zu tun? Ja, und wenn ich mal so darüber nachdenke und mich so ein bisschen down fühle, dann sagt meine Steinzeitprogrammierung, na Henning, wie wär's jetzt mit einem 3 Liter Ben & Jerry's Chocolate Cookie Butter Cup? Und das greift auch voll, weil das ist innerlich überzeugend, weil ich so denke, ja, was ich jetzt brauche, sind 3 Kilo Zuckerglutamat zum Überleben. Haut voll rein. Ist genauso, wenn du auf Instagram, ist ja die gleiche Dynamik, die da genutzt wirst. Du wirst ja angezapft. Du haust auf Instagram eine Story raus und dann kriegst du 5 Minuten keine Likes oder keine Reaktion oder irgendwas. Und dann greift so deine Steinzeitprogrammierung und denkst so, oh, ich glaube, die Herde hat mich jetzt verstoßen. Ich bin nutzlos, ich werde mich zurückziehen hinter diesen Fels und vor mich hinschimmeln. Sie brauchen mich nicht mehr. Also, es geht um nichts, wir reden hier von Instagram, aber the pain is real, so Steinzeitprogrammierung. Und dann braucht es so Life-Coaches, die sich da auch tummeln, die dann die Leute wieder aufbauen, dass sie ein bisschen Happiness haben so irgendwie. Oder irgendwie die Leute gehen zu einer Comedy-Show. So. Bitte mach, dass ich noch einmal lachen kann. Ich war auf Instagram, hatte das Gefühl auszusterben. Ich wäre gern Life-Coach. Hier ist ein bisschen Life-Coaching von mir. Wenn ihr mal 5 Minuten ohne Happiness seid, sterbt dann nicht dran. Ja, ich glaube, ich wäre ein ziemlich schlechter Life-Coach. Ja, echt so das Ding. Aber ich wäre gern Life-Coach in der Steinzeit gewesen. Da ist das wesentlich einfacher. Wenn es um Entweder-Oder geht, Steinzeit, Life-Coach, kannst du sagen, ey, Uga, Uga, willst du das Geheimnis wissen, wie du 26 Jahre alt wirst? Siehst du das Felscliff? Spring nicht runter. So, den Säbelzahntiger, renne, Uga, Uga, renne! Und wenn ihr heute in der Höhle rausfindet, wie man Feuer macht, vergiss nicht die Höhlenmalerei. Content ist alles. Der ein oder andere hat es vielleicht gehört, ich komme ursprünglich nicht aus Berlin, ich bin eigentlich aus Leipzig. Gut, Berlin ist eine ganz typisch Berliner Reaktion. Bleibt bei mir, ich erkläre euch das kurz. Also Leipzig ist auch eine Stadt, aber noch hinterm S-Bahn-Ring. Was? Eine Stadt hinterm S-Bahn-Ring? Ja, Leipzig ist wie Spandau, nur nicht ganz so weit weg. Und ich hab das sehr gemocht in Leipzig. Also ich mag Leipzig wirklich, weil das ist ein bisschen so down to earth. Das ist nicht diese Pappe hier. Irgendwie vor ein paar Jahren hat es mich dann noch nach Berlin gezogen. Also ich wollte das nicht unbedingt, aber ich habe hier eine Frau kennengelernt und die hatte einen Briefkasten, den sie mir untervermietet hat für 800 Euro warm. Und da dachte ich, kannst du nicht Nein sagen. So. Und da bin ich tatsächlich hier gelandet. Nicht nur das, zu allem Überfluss auch noch im Prenzlauer Berg. Für die, die jetzt die zugezogen sind oder die Klischees noch nicht gehört haben, Prenzlauer Berg ist das, wo ihr hier gerade seid. Ihr seid hier Ground Zero, Gentrifizierung, Prenzlauer Berg. Dieses Auffangbecken für schwäbische Hausfrauen hier. Und was ich so geil finde im Prenzlauer Berg, was ich hier erlebt habe, es ist so genial, was so ganz wichtig ist im Prenzlauer Berg, dass Kinder bilingual aufwachsen müssen. Hier gibt es so Gentrifiziererpärchen, die ihre Kinder bilingual erziehen. Kleine Racker müssen zweisprachig aufwachsen. Selbst wenn beide Elternteile deutsch sind. Ich habe das live miterlebt hier auf dem Bio-Organic-Markt auf der Kollwitzstraße. No malte Jonathan. Don't pick up the Kastanie. The Kastanie is full of gluten. Put it back on the Bürgersteig. We don't need it in our Maisonette loft. Was du im Prenzlauer Berg ganz selten hörst, ist sowas typisch Berlinerisches, wie Berlinerisch oder Türkisch, Arabisch. Was du ab und zu hörst, ist Polnisch. Das sind die armen Schweine, die die Lofts renovieren müssen. Oh, Wahrheit. Was du gleich gar nicht hörst im Prenzlauer Berg, sind so Gentrifizierereltern, die ihre Kinder bilingual sächsisch erziehen.
Nein, das geht nun wirklich nicht. Das geht so weit. Da dachte ich so, Marktlücke, da kann man doch was machen. Es muss doch nicht so bleiben, dass Malte Jonathan vielleicht morgens am Küchentisch sitzt und sagt, Mutti, wir brauchen neues Seitan-Seitenbacher-Müsli oder was auch immer seine Forderung ist. Und dann gehe ich so rein und dann schiebe ich dem so tagsüber so ein paar sächsische Vokabeln unter. Aber ich rede jetzt nicht so von Gewandhaus-Hochschulsächsisch, sondern von so richtigen Dirty-Aluhut-Straßen-Schwurbel. Das Sächsisch, an das ihr gerade denkt. Dass dann Malte Jonathan am nächsten Tag wieder am Küchentisch sitzt und sagt, Mutti! Wenn du mir noch mal Katzenfutter zum Frühstück vorsetzt, da gibt's paar vorm Wanst. Und hör auf, mich zu filmen. Und Mutti weiß nicht, wie sie reagieren soll, weil gerade wollte sie ihren Goldschatz noch mit dem Strommobil zum Schulstreik fahren. Jetzt hat sie so einen Wutbürger in ihrer Manufaktumküche sitzen. Weiß nicht, wo sie die rote Linie ziehen soll. Ich könnte im Alleingang kompletten Prenzlauer Berg degentrifizieren. Oh, Schatz, ich hatte schon noch Bock auf eine Eigentumswohnung, aber... Hier, die Kinder im Kollwitz-Spielplatz, die reden sich mit Ronny an auf Sächsisch. Also ich habe ja schon gehört, dass der Prenzlauer Berg im Osten sein soll, aber das sind mir ein bisschen zu viele Ureinwohner. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin Mediengestalter, ich besitze deswegen einen eigenen Laptop. I know, das ist deswegen was Besonderes, weil in meiner Familie bin ich damit, was man nennt, ein Computerexperte. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so zu Weihnachten nach Hause fahrt und müsst erstmal für die Eltern alle Fenster schließen und Windows neu ordnen und so. So, jetzt sage ich, meine Familie, in meinem Fall ist das, was von meiner Familie übrig geblieben ist, weil meine Eltern haben sich nach 40 Jahren entschieden, sich zu trennen. Die haben so gesagt, ach so, wir müssen gar nicht bis zum Ende. Also ich vermute, die haben mich so gesehen, ich bin durch ein paar Beziehungen durch, meine Schwester hat auch ein paar Ex-Freunde, dann haben die gesagt, ach, was die können, das können wir schon lange. Und ich gönn's ihnen, ich find's cool, erwachsene Entscheidungen sollen ihr Ding machen. Vor allen Dingen sind sie jetzt super happy, happier als jemals vorher. Und speziell meine Mutter, ich habe die noch nie so happy gesehen, die strahlt jetzt immer. Und neulich kam sie so freudestrahlend. Meine Mutter ist 69 Jahre alt, Single-Mama. Und kommt neulich freudestrahlend auf mich zu und sagt, Henning, ich bin jetzt auf Tinder. Und ich denk so in meinem Kopf, ach du Scheiße, meine Mutter ist auf Tinder und ja, ich freue mich für dich. Scheiße, scheiße, meine Mutter. Und dann sagt sie, und du weißt doch, ich kenne mich nicht so gut aus mit technischen Sachen. Glaubst du, du kannst mir so ein bisschen helfen damit? Und ich sage so, ja, Mutti. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde, als das Profilbild von einem 72-jährigen Glatzkopf namens Jochen zu checken für dich. So, Mutti, magst du den Jochen? Der Jochen, der kann gut kochen. Und ich so, oh, das ist so aufregend, lass mich mal meine Lesebrille aufsetzen. Was machen wir jetzt mit dem Jochen? Ausdrucken? Und ich so, nee, Mutter. Wir drucken den Jochen nicht aus. Wenn du hier Jochen, Harald oder Manfred magst, dann hier nach rechts swipen und bumm, ist es ein Match. Ja, vielen Dank, Mutter. Ich habe mir gerade meinen Stiefvater getindert. Ich habe ihr sogar so ein bisschen geholfen mit, als Mediengestalter mit ihrem Profilbild, so ein bisschen Photoshop. Wir hatten es ja schon, aber ist hier noch irgendwie jemand auf Tinder? Ja, klar. Berliner Raum, dunkel, Freitagabend, lauter junge Leute. Wir wissen nicht, wovon du redest. Falls ihr doch irgendjemand auf Tinder ist oder so und ihr seht dort das hellweiße Gesicht von einer 69-Jährigen mit Lesebrille, das verkehrt rum montiert ist an den perfekt gebräunten Körper von einer 25-Jährigen. Wehe, ihr swipet nach rechts. Das ist meine Mutti. Falls doch, dann sehen wir uns vielleicht wieder zu Weihnachten. Die Mutti kocht was Schönes und wir reparieren zusammen den Computer. Mein Name ist Henning Wechsler. Ihr wart wunderbar. Vielen, vielen Dank.